Hey Freunde, schön, dass ihr da seid und willkommen zu einer neuen kleinen Folge. Die ersten 2000 haben wir schon zusammen. Ihn lasse ich trainieren und trainieren und trainieren, bis er irgendwann mal ein bisschen stärker ist, wenn ich immer auf die Schnauze kriege. Aber er ist 46, also lange hat er eh nicht mehr. 46 Jahre. Sumpfkraut. Okay, ich mache Sumpfwurzel wieder runter, weil so viel brauchen wir gar nicht. Mein Schatzi. Ein Familienmitglied kehrt nach Hause zurück. Ja, sehr gut. Ich liebe diese Bilder. Diese kleine Burg oder Stadtmauer da im Winterbild ist unglaublich schön gemacht, diese Cover. So, Herr Alfred Da Vinci. Ihr wünscht mich zu sprechen. Herr Alfred Da Vinci, Sie sind verletzt. Haben aber die Fernhandelreise nach Aachen gemacht. Nun? Alfred, vielleicht gehst du mal ganz kurz dich healen. So, das war hier. Ja, ist egal. Das geht schnell. Ja, mach das mal. Sonst stürzt du mir nämlich noch. Gut, haben wir das jetzt? Hä? Ich hatte dich doch auf die Fernhandel geschickt, hast du... Nein, ich hatte dich auf die Diebesmission geschickt. Hat das irgendwas gebracht? Schleicht sich hoffentlich unbemerkt nach Hause zurück. 1 Uhr morgens und alles in Ordnung. Also ging das mal voll in die Hose. Klasse. Ich greife immer Toshi an, ne? Das sind so Schweine. Aber keine Sorge, wir haben bald mehr Macht und damit können wir mehr Schergen holen. Dann habe ich einen für die Verteidigung und einen habe ich für den Angriff. Und dann werde ich jagen durch die Straßen, wie die Ratten, die sie sind. Und dann werden wir Edemann. Nicht mehr lange, Freunde. Dann haben wir Bewertung 2. Wichtig ist, das läuft jetzt erstmal. Die machen Würste? Ne, die haben mich schon verkauft. 2 Uhr morgens, Alkohol. Und alles in Ordnung. Wir machen dünne Bier. Ist dünn Bier? Guck mal, die können wir so teuer verkaufen, das ist so geil. Jemand, der Rinderbraten ist auch nicht so blöd. 3 Uhr morgens. Da brauche ich nur Rindfleisch, Holzkohle und Kräutermischung. Dann brauchen wir nämlich kein Schweinefleisch mehr. Brauche ich nämlich nur noch Rinder. Guntrams Bräu. Alkohol, Weingeist. Weingeist muss ich dann kaufen. 384. Met. Starkbier. Starkbier wird dazu kommen. Alkohol, Gerste und Weingeist. Also ich brauche so oder so Weingeist. Stufenaufstieg bei einem Familien. Aber hier kriege ich doch auch Weizenbier. Weizen, Alkohol, Brombeeren, das kriegen wir hin. Stufenaufstieg bei einem Familien. Weizen und Alkohol. So, lass mal gucken, wer ist denn alles hier aufgestiegen? Ich bin schon ganz schön groß. Ja, das bist du, kleine Maus. Gib mir noch ein bisschen Aufmerksamkeit, damit dir nichts entgeht. Intrigen erkennen können. Hier bin ich. Ich muss Geschick verbessern. Ich eile. Und du? Toshi. Feierabend? Für dich habe ich was. Was ist das? Nichts zum Bewerben. Jetzt bin ich schon zu spät, ne? Aber das kriegen wir schon hin. Wir werden dann nächste Jahreszeit. Das heißt, hier ist ja Landesherr zu werden. So.
Achso, für die Handelsreisen kriegen wir 750 Ocken. Kannst du ein bisschen... Aha, ich kann pro Haus also nur einen trainieren. Ja, dann mach weiter. Jawohl! Also jetzt brauchen wir ein besseres Haus. Plus 50 Kundenzufriedenheit, geil. Jemand eure Würste? Du bedienst Kunden? Schweinefleisch haben wir auf jeden Fall, Fett auch. Apropos Fett. Das können wir hier mal ein bisschen Fett machen. Bist du eigentlich schon? Handelspartner? Roland fühlt sich vor euch beleidigt, da ihr das großzügige Angebot nicht angenommen habt. Welches Angebot? Einer habt jetzt unterbesetzt. Bin beschäftigt. Yes! Oberster Richter. Ich werde die Molly mit den Hunden machen. Das sage ich euch. Und wollen wir? Oh, ich kriege Pipi in die Augen. Stark beweizte mir Rinderbraten. So, wo kriegen wir Bärchen her? Der Bärchen. Ich glaube, die kriegen wir hierher. Aber Stufe 2? Obstbauer 2. So, immer mitgekauft. Kann man ja machen. Okay. Okidoki. Also, wir brauchen... Lass mich kurz gucken. Och Mann. So. Jemand mag euch nicht. Ja, ich mag auch so viele nicht. Ist so im Leben. So. Das sollte passen. Guck mal hier, die haben schon 120% Produktivität fast. So, wer mag mich nicht? Oh, ich bin bankrott. Borland. Also Borland hat bei mir sowas von verkackt. Es gibt niemanden, den ich mehr hasse als die Borlands. Wir werden jetzt mal aktiv Intrigen gegen die beginnen. Was? So, ich habe mein Beweisbuch. Wo ist mein Beweisbuch? Ich habe da hier Beweise gesammelt. Abstimmung über Antrag. Auswahl. Das ist mein Beweisbuch. Wir können auch mal überlegen, ob wir irgendwann mal in der Gilde reingehen, ne? Zum Beispiel die Gilde der Kaufleute oder der Handwerker. Ach, guck mal, die mögen mich. Profitable Handelsreise. Ah, die passen nicht so zu mir, die Freimaurer. Die Diebesgilde passt auch nicht so zu mir. Die sind ein bisschen krasser. Leider auch nicht die Handwerker. Okay, die Alchemisten, die würden zu uns passen. Eine Alraune ernten. Wir werden in die Gilde der Kaufleute gehen. Ich mag die Gilde der Kaufleute, gut.
Geiseln, Romanzen, Beliebtheit, Beweise. Lol. Der hat den ganzen Tag das gemacht, aber wir haben keinen Beweis gesammelt. Kein Beweis? Oh, gegen die haben wir Beweis. Schutzgeld erpressen. Klage einreichen. Das sind aber die Maya. Mag ich die Maya? Jemand ist in eines eurer Gebäude eingebrochen. Ich glaube, ich mag die Maya nicht. Was? Rufe letzte Korn. Was sollen denn geklaut haben? Weizen? Weizen oder Wasser? Eins von beiden haben die geklaut. Super. Ich bin so stolz auf sie. Wichtig ist, dass niemand die Schenke ausraubt. Der Scherge, der muss auf jeden Fall dort. Guck mal, 420 für eine Bratwurst. So geil. So geil. Wenn ihr meine Familie unterstützt, unterstützen wir im Gegenzug euch. Erzählt, was treibt ihr so? Ich würde Zeit, dass ich wieder einen Schergen anheuere. Ich? Euch unterstützen? Bestimmt nicht. Was wollt ihr erledigen? Kunibär! Kunibär der Wilde. Ich will mir nennen. Nee, ne? Schade. Warte mal, Patricia. Ihr seid in letzter Zeit selten hier. Erzählt, was treibt ihr so? Ah, wir brauchen Geld. Wer hätte das gedacht? Ein guter Plan. Bevor du wieder angriffen wirst und wenn wir Geld haben, lassen wir dich Beweise sammeln. So, Schutzgeld erpressen. Sind wir null involviert? Das haben wir ja schon definiert. Und da wollen wir rein. Freudenreich will da auch rein. Aber wenn der Frau Freudenreich da was passiert, was passiert dann? Jemand möchte eine Abmachung mit euch. Manfred zeigt Toshimio eine fürstliche Depesche, auf der der Name Kupfer verzeichnet war. Fiel ihr doch nicht auf die Täuschung rein. Deswegen brauchen wir Wahrnehmung, Freunde. Eine Abmachung? Beides Bewerber, Schrumpel. Was krieg ich? Clarissa mit Ludwig verheiraten? Die Schrumpel sind feindlich mit? Oh, die können die Familie nicht leiden, die ich nicht leiden kann. Machen wir. Die Dynastie Schrumpel ist mit dem Ergebnis sehr zufrieden, steigt Ansehen bei Schrumpel. Bons ist nämlich unser Feind. Das sind die Schrumpel, mit denen sind wir jetzt verheiratet. So, aber dann fehlt mir hier ein Arbeiter, ne? Oder wo habe ich die hingeschickt? Wittlinger und Schrumpel sind jetzt verbündet. Die Schrumpel und ich sind doch jetzt auch verbündet. Guck mal, die lieben uns in Deutsch und Altstadt. So. Vielleicht sollten wir die mal minimieren.
Das machen die immer nur Rinder. Die erste dauert nicht lang. So, perfekt. Abstimmungsergebnis. Ordnungshüter, warum man Zeug aus Kerkermeister? Ergebnis fertig. Okay, das zeigt jetzt an, Freunde, wie viele Schergen in welcher Stadt unterwegs sind. Also hier haben die minus 1, minus 1, da ist plus 1. Da ist plus 1, hier ist minus 1. In Buchheim ist keine Stadtwache unterwegs. In Buchheim ist keine Stadt unterwegs, obwohl dort die Räuberbande ist. Zwei Schlachtereien. Hier ist nämlich das Räuberlager. Kein Wunder, dass in Buchheim keine Wache unterwegs ist. So, wie ist hier gelaufen? Alles illegal. Pamphlet schreiben und bestehen ist illegal. Die anderen nicht. Man darf Knochen brechen und ein... Okay. Gut zu wissen. Hier läuft auch. Ich hab Durst. Weizenmehl. So. Bürgermeister. Da müssen wir aber Jungkaffee sein. Das geht noch nicht. Hey, wenn wir oberster Richter sind, ist das schon geil. So, hier müsste dann bald auch Promern kommen. Da sind sie ja schon. Jetzt müssen wir nur noch die verbessern. Okay. Aber jetzt können wir die hier kaufen. 14.000! Okay, kann man machen. 14.000, Freunde, da müssen wir noch ein bisschen sparen. Aber wir brauchen mehr Schenken. Schenken geben uns so viel Geld. Ich glaube, ich mache Folgendes. Wir bauen ein zentrales Lagerhaus. Ist hier ein Lagerhaus? Nee, ne? Ich habe nur in Köln-Innenstadt ein Lagerhaus gesehen, an der Rheinpromenade. Jemand möchte eine Abmachung mit euch treffen. Das letzte Korn gegen... Was ist? Die Sache ist ernst? Das ist doch... Nun, Podium. Ein Krieg steht bevor. Ablehnen. Schade, dass ich bin zur Stelle. Noch nicht so stark ist. Jawohl. Aber das ändern wir. Ich kann gerade nicht. Ich bin gerade beschäftigt. Hiermit gilt die Sitzung als eröffnet. Kommen wir zum ersten Punkt auf der Tagesordnung. Ich bin dafür. Die Karriere eines Politikers beginnt. Ich bin dafür. Was beginnt denn? Ich bin dafür. Damit ist es entschieden. Kommen wir zum nächsten Punkt. Rückenschleim soll illegal werden. Ich bin dafür. Ich bin dagegen. Ich bin dagegen. Rückenschleim bleibt. Damit ist es entschieden. Legal. Kommen wir zum nächsten Punkt. Auf jemand angreifen soll illegal werden. Ich bin dafür. Ich bin dafür. Ich bin dafür. Damit ist es entschieden. Aha. Kommen wir zum nächsten Punkt auf der Tagesordnung. Meckenberg-Schäcklingsaft. Ich bin dafür. Ich bin dagegen. Ich bin dagegen. Damit ist es entschieden. Hiermit ist die Sitzung geschlossen. Euer Ansehen ist gewachsen. Gut. Aber das wusste ja schon vorher. Freundschaftlich, die Bauernfänger. Wir sollten uns wirklich mal, glaube ich, mit den
euren Finger ein bisschen mehr beschäftigen. Wo sind die Bauernfänger? Das waren... Das waren die Diebe. In Urboch sitzen die. Wollt ihr mal hier eine Abmachung treffen? Ja, lass mal eine Abmachung machen. Aber ich geb dir... Weiß ich nicht. Guck mal, wie viele Gebäude der schon hat. Sargmanufaktur. Ja klar, Ehrlos und Spaß. Erstmal Räuberlager und dann eine Sargmanufaktur. Und dann nochmal ein Fundbüro. Der hat Räuber und er hat Söldner. Wahnsinn. Ich brauch Geld. An der Allianz eingehen. Ihr schmeichelt mir. Die Abmachung ist perfekt. Geil, Bauernfänger und wir sind jetzt Verbündete. Freunde, unser erstes... Okay, da ist noch ein Raftzahn. Ich kann Raftzähne nicht ab. Na gut, müssen wir mal gucken. Ja, die Musik ist auch voll schön. Mega entspannt. So, Freunde, jetzt sind wir ein bisschen in die Politik eingestiegen. Mit unseren neuen... Jetzt haben wir so viel Schweinefleisch, dass ich nicht weiß, wohin damit. Ja, wir müssen anders machen. Wir müssen ein Lagerhaus bauen. Anders geht das nicht. Nächste Folge bauen wir ein Lagerhaus genau hier in Deutz. Ein schönes, großes. Lass mal gucken. Lagerscheune, ich will ein Lagerhaus. Geht das nicht? Oh, hier Lagerhaus. Lagerscheune kann ich nämlich nicht in der Stadt bauen. Das Oberhaupt einer anderen Dynastie ist verstorben. Lagerscheune geht nämlich nur im Dorf. Wenn ihr meine Familie unterstützt, unterstützen wir im Gegenzug euch. Ocken. Wir wollen Pullman. Die Pullman-Oberhaupt ist gestorben. Sehr schön. Müssen wir noch die Enkel erledigen und dann war's das. Ihr wünscht mich zu sprechen? Ja, selbstverständlich. Hat das was gebracht, das Training? Ja, das ist schon bei Kraft 4. Wenn wir Kraft und Geschicklichkeit erhöhen, vielleicht taugt dir dann irgendwann mal was. Und dann brauchst du anständige Klamotten, Junge. Repräsentierst die Da Vincis. Kannst dich rumlaufen wie der letzte Bubele. Weiß ich nicht, was geben wir dem? Ein Ledermanns. Kostet auch ein Tausender. Ich würde ihm gerne eine Pistole geben. Aber ich glaube, in der Stadt ist ein Kurzschwert besser. Ist geschickt mit mehreren langen Flachs umwickelt, sodass er absolut unauffällig ist. So kann er ohne Probleme offen getragen werden, ohne auch nur für den geringsten Aufsehen zu sorgen. Ja, vielleicht sollten wir den Schatten durchnehmen. Eine kleine Rüstung. Auf dem Schlachtfeld gilt es neben dem Langschwert keine Waffe, die so gefürchtet ist wie das Kriegsbeil. Genauso leicht wie härter zur Rüstung durchdringen. Ach, das sind alles Ideen für die nächste Folge, Freunde. Vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken, gerne abonnieren. Gerne mal eure Rückmeldung geben. Und bis dann, euer Toshi. Ciao.